Der neue Trainer Christian Titz sagte über Zusammenarbeit mit Interim-Sportchef von Heesen, auch interessant, kostenlos anmelden, Eurosport News per WhatsApp. Thomas wird als sehr interessanter und kompetenter Ansprechpartner NEN. Er wird mich unterstützen und seine Erkenntnisse mitteilen. Es ist immer wichtig, dass es Leute gibt, von oben drauf schauen und das Ganze aus einer anderen Perspektive sehen. Von Heesen spricht ab sofort mit den Spielern und deren Agenten, ist zudem Berater des Ein-Mann-Vorstandes beim Tabellenvorletzten und soll Titz in allen Belangen helfen, doch noch irgendwie das Wunder Klassenerhalt zu schaffen. Ob er am Samstag gegen Hertha BSC auch mit auf der Bank sitzt, ist noch offen. Bei ihm werden in den kommenden Wochen tagesoperativen Managementfäden für Bundesliga zusammenlaufen. Thomas wird dem Trainerteam als Sparingspartner in ENR wird Mannschaft tagtäglich begleiten, Gespräche mit Beratern haben, das Teammanagement führen und als Bindeglied zu Direktor Sport Bernhard Peters und auch zu mir im Vorstand fungieren, sagte der derzeitige Clubchef Frank Wettstein. Er wird Lücke schließen, bis zur Verpflichtung eines neuen Sportverantwortlichen entstehen könnte. Mit anderen Worten, von Heesen, früheres Supertalent im Mittelfeld und unter anderem Europapokalsieger der Landesmeister von 1983, soll auf dem vermeintlichen Weg der Hamburger in zweite Liga den geordneten Neuaufbau einleiten. Trotz mäßiger Erfolge nach seiner Spielerkarriere. Zudem sorgt derzeit eine Episode aus dem März 2015 an der Elbe für Wirbel. Von Heesens dubiose Vergangenheit. Kurz nach von Heesens Rücktritt aus dem Aufsichtsrat der HSV Fußball AG soll er zusammen mit dem damaligen Clubchef Dietmar Beiersdorfer beim Verkauf von Spieleranteilen dubiose Geschäfte zumindest geplant haben. Dies berichtete jedenfalls das Nachrichtenmagazin Der Spiegel mit Verweis auf Football Leaks Ende 2016. Zu SEM-Zeitpunkt war schon klar, dass der Weltverband FIFA das sogenannte Third-Party-Ownership verbieten würde. Das ist für mich überhaupt kein Problem, sagte Wettstein, der schon damals Finanzvorstand beim HSV war. Dazu, ich kann inhaltlich dazu nichts sagen, weil ich in Gespräche nicht eingebunden war. Video, Mitschuld am Bayern-Debakel, Horlerbach kritisiert HSV-Boss.